Hi und herzlich willkommen zu dem Oktober-Video. Und zwar malen wir heute zusammen einen Herbstkranz. Also schnappt euch eure Aquarellsachen und los geht's. Ich zeige jetzt einmal das Material, mit dem wir heute malen. Und zwar habe ich den Stifteliebe-Block mit dem Hallimuda Expression Papier, ein paar Aquarellpinsel in verschiedenen Größen und dann einfach meine Aquarellpalette, in der alle möglichen Farben drin sind, die ich mir so zusammenmische. Und ein paar Buntstifte. Die Farbpalette, die ich für den Kranz benutze, die habe ich einmal schon mal an den Rand gemalt und auch die Skizze schon mal aufs Papier gebracht, dass wir direkt loslegen können. Und als erstes starte ich mit diesem hellen Grünton und werde damit die Blätter erstmal alle ausmalen, also quasi alles als eine Fläche erstmal, ohne jetzt groß drauf zu achten, wo die sich überschneiden, die Blätter. Das kommt dann gleich noch. Ich kann zwischendurch, solange das Papier noch nass ist, dann schon mal so ein paar Akzente noch dazugeben. Aber erstmal für die erste Schicht ist das alles relativ easy und einfarbig. Aber ihr seht so an den Rändern zum Beispiel oder an ein paar Stellen deute ich das einfach schon mal an, beziehungsweise da, wo zum Beispiel ein Kürbis über einem Blatt ist, einfach damit es keine harten Ränder gibt, tupfe ich das jetzt schon mal rein. Das kann natürlich auch jederzeit, so wie ich das jetzt gerade mache, dann auch noch mal ein bisschen verweichlicht, nein, vermalt werden, ein bisschen die Ränder einfach weicher gemacht werden. Also falls ihr das erst in der zweiten Schicht machen wollt, geht das natürlich auch. Ja, und so gehe ich jetzt einmal um den kompletten Kranz rum und fülle die Blätter aus. Als nächstes sind dann die Kürbisse dran. Da habe ich mir schon mal die Ober- bzw. Unterseite, also die Mitte, vorgezeichnet, damit ich die freilassen kann. Und dann werden so kleine Dreiecke quasi einfach drumherum gesetzt. Und die dürfen ganz unterschiedlich groß oder dick oder dünn sein. Hauptsache, die sind irgendwie einigermaßen in einem Kreis angeordnet.
Die überschneiden sich auch ein bisschen, aber achtet auf jeden Fall darauf, dass an ein paar Stellen zwischen diesen Dreiecken ein paar weiße Flecken sind. Das sieht ganz schön aus. Und auch da könnt ihr schon mal wie bei den Blättern gucken, wenn ihr an ein paar Stellen dunklere Flecken quasi schon reingeben wollt, also Schatten, dann könnt ihr das natürlich auch hier mit der Nass-in-Nass-Technik machen und bei dem Hannemühle Expression Papier, da geht es so gut, also da kann fast nichts schief gehen, wenn ihr das so macht. Das verläuft wirklich total schön, aber später gehen wir dann auch eh nochmal drüber. Und auch hier mache ich das jetzt erstmal für alle Kürbisse und ja, mal ganz viele verschiedene Dreiecke. Jetzt wird es ein bisschen kleinteiliger und zwar mache ich mich jetzt an die Beeren. Die sind so in einem ganz schönen warmen Gelbton und da habe ich mir zwar schon ein paar vorskizziert, wo quasi noch Lücken waren, aber das kann auf jeden Fall ganz spontan auch noch ergänzt werden. Also guckt einfach, wo ihr noch Leerstellen quasi im Kranz habt, also wo noch ein bisschen Puffer ist. Und füllt dann da die Beeren mit auf. Also da, das ist ein ganz, ganz guter Füller. So, die sind so klein, die können quasi überall hin. Und auch da, die dürfen unterschiedlich hell und dunkel sein. Das macht es einfach natürlicher. Also spielt da auch ein bisschen, wie viel Wasser ihr nehmt oder nehmt mal mehr oder weniger Farbe. Und der nächste Schritt, das sind dann diese Gräser, diese langen, ja, Blätter im Prinzip, die auch wunderbar mit einem Rundpinsel einfach gemacht werden können. Die stehen auch quasi zu allen Seiten aus dem Kranz hervor und spickeln so ein bisschen drunter weg. Die sind auf jeden Fall nochmal ein bisschen gelber als die Blätter vom Anfang. Aber geben auf jeden Fall noch mal einen ganz tollen Kontrast damit rein. Dann können wir bei den Kürbissen schon mal noch die Stiele zum Beispiel ergänzen in einem schönen, kräftigen, dunklen Braunton, beziehungsweise auch die Unterseiten. Ich weiß jetzt nicht, wie das richtig heißt. Auf jeden Fall das auf der anderen Seite, wenn es kein Stiel ist. Und auch bei den Beeren die kleinen Äste bzw. Zweige, die Beeren ja zusammenhalten quasi. Die sind sehr filigran. Wenn ihr da mit dem 6er Pinsel nicht so gut klarkommt, dann nehmt gerne auch einen 4er oder einen 2er Pinsel dafür oder halt einfach ganz vorsichtig mit der Spitze von dem Rundpinsel, den ihr gerade schon benutzt.
So, und jetzt geht es nochmal an ein paar Schatten. Dafür habe ich mir jetzt einen kleineren Pinsel geholt und arbeite noch ein paar Stellen nach. Ich habe ja vorhin in der ersten Schicht kaum darauf geachtet, wo sich die Blätter überschneiden oder wo die Blätter zum Beispiel von Kürbissen überdeckt werden. Und da ja, kann man jetzt einfach noch ein bisschen das nacharbeiten, ein paar Stellen rausarbeiten, vielleicht auch einfach die Konturen nochmal ein bisschen nachfahren. Ja, also es ist jetzt schon ein bisschen Detailarbeit. Einfach, dass wir ein bisschen mehr Struktur und Tiefe nochmal reinbekommen in das Bild. Genau, und jetzt geht's los mit dem wilden Geäst, was quasi ganz unten in dem Kranz ist. Also da tobt euch wirklich aus. Da gibt's auch ja keinen Trick jetzt speziellen dafür. Ich würde diese Äste, die sind wirklich ziemlich wild in alle Richtungen. Also ja, lasst sie zwischendurch spickeln und ja, stellt euch vor, das ist so das Bett quasi, auf dem der restliche Kranz drauf liegt. Also das darf schon überall, also innen und außen am Kranz zu sehen sein. Ja, und ergänzt dann einfach so ein paar kruxelige Äste und Linien mit dem dünnen Pinsel einmal ringsrum, so viel oder wenig, wie ihr gut findet. Jetzt gehe ich nochmal mit den Aquarellbuntstiften über ein paar Stellen drüber, vor allem hier an den Kürbissen mit so einem schönen Orangeton. Da arbeite ich vor allem die Ränder von den Kürbissen nochmal ein bisschen nach, dass die sich ein bisschen besser voneinander abheben. Das finde ich, sieht ganz schön aus. Das kann auch mit einem Ockerton zum Beispiel gemacht werden oder auch, ich habe es auch schon mal mit Dunkelbraun probiert. Also schaut einfach mal, was ihr da habt oder was euch gut gefällt in der Kombination. Das kann ja auch vorher einmal getestet werden auf dem Schmierpapier, welche Kombi euch quasi am besten gefällt. Mit dem Gelbton gehe ich nochmal so in diese Lücken zwischen rein, dass die nicht komplett weiß sind. Das ist ein relativ
heller Gelbton. Das muss nicht sein, aber ich wollte das einfach mal ausprobieren in dem Bild und fand es eigentlich ganz gut. Deshalb ja, kommen jetzt hier in die Lücken noch etwas Gelb dazu. Wie gesagt, ein Braunton kann auch noch verwendet werden, um den Kürbis etwas, ja, stärker noch herauszuarbeiten, die einzelnen Bestandteile quasi. Dann könnt ihr einmal ringsrum gehen und gucken, wo euch noch was fehlt. Das Braun kann natürlich auch verwendet werden für die Äste. Genau, und mit einem schönen warmen Grau tatsächlich habe ich jetzt nochmal die Blätter, die den Blattadern gegeben. Ich habe dafür Grau genommen, einfach weil ich nicht wollte, dass die Blätter so doll im Vordergrund stehen. Also ich hätte dann ein dunkleres Grün zum Beispiel auch nehmen können, aber die Kürbisse sind so das Highlight. Deshalb wollte ich mich bei den Blättern ein bisschen zurückhalten und da sieht man dann auch nochmal total gut, welche Grünfläche zu welchem Blatt gehört quasi. Also falls ihr jetzt mit Schatten und so weiter noch nicht so das rausgearbeitet habt, beziehungsweise hier habe ich mit so einem Olivgrün ganz leicht nochmal ein paar Stellen auch im Schatten eingearbeitet. Da könnt ihr mal gucken, ob ihr das machen wollt oder nicht. Das ist auf jeden Fall auch Geschmackssache, aber ich hatte da in dem Moment halt irgendwie Lust drauf. Genau, und auch die Beeren dürfen noch mal ein paar Stellen ein bisschen kräftiger werden. Also da, ja, gibt es jetzt wie gesagt bei der Detailarbeit keine Grenzen. Zum Beispiel auch die Äste könnten noch mal nachgearbeitet werden in der zweiten Schicht. Also da, ja, ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und das ist unser fertiges Motiv, der Herbstkranz im Oktober. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst ein Abo da und zeigt mir auf jeden Fall eure Bilder.